Anstand digital stellt für mich nochmal die Frage in den Mittelpunkt, wie es eigentlich um Geselligkeit im digitalen Raum steht. Gibt es da Möglichkeit, in virtuellen Räumen beispielsweise eben so in den Austausch miteinander zu kommen, dass mehr entsteht als zum Beispiel eine reine Diskussion oder eine Informationsweitergabe? Ich glaube, wir haben bei uns in der christlichen Online-Community Lingualpfeife die letzten 2 Jahre hier ganz wertvolle Erfahrungen machen dürfen, weil wir nämlich an einer Scharnierstelle was ganz Entscheidendes umgestellt haben. Uns ging es nämlich nicht mehr einfach darum, Informationen nach außen zu bringen oder Diskussionen anzustreben, deren Ertrag dann wie auch immer geartet sein kann. Nein, wir haben angefangen, uns als geistliche Weggemeinschaft zu verstehen. Dann ist es eben nicht mehr egal, wer ist der oder die andere, mit der man diskutiert. Dann ist es auch nicht egal, wie es um ihre jeweilige Lebenssituation bestellt ist, dann ist es nicht egal, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat und dann ist es übrigens auch nicht egal, wenn jemand freudige Ereignisse zu teilen hat und eben ganz großartige Tage zu verbringen hat. Wir haben es bei uns mehrfach oder eigentlich täglich erlebt, wenn wir für Leute beten, in besonderen Situationen, in Freud und Leid, wenn wir das Gebet zusagen, wie jemand die Hand des sterbenden Vaters hält, wenn wir Beistand zusagen, wie jemand im Krankenhaus liegt, auf eine Operation wartet oder auf eine möglicherweise lebensbedrohliche Diagnose, oder aber auch, wenn Leute sich über die Community finden, Freundschaften wachsen oder gar eben freudige Ereignisse wie beispielsweise Verlobungen und Hochzeiten dann auch in diesem Rahmen dann noch geteilt werden können. Dann entsteht mehr als ein einfacher digitaler Austausch, sondern dann wächst digitale Weggemeinschaft, die unendlich viel mehr kann, als eben gemeinhin angenommen wird. In diesem Sinne meinerseits ein klares Plädoyer. Anstand digital heißt natürlich auch, dass Begegnung und Geselligkeit unbedingt übers Internet notwendig ist. Es gibt aber eine kleine Bedingung. Alle, die mitmachen, müssen sich darauf einlassen, dass auch sie selbst durch diese Plattform verändert werden. Sonst funktioniert es nicht. Das gilt wirklich für alle. Wenn ich da reingehe mit der Vorstellung, nach dem Motto, ich habe mit dem allem nichts zu tun und ich schaue mir das jetzt nur irgendwie an oder stehe so mehr oder weniger an der Seite, wird es mit diesem Bereich schwierig. Aber wenn man sich wirklich als Weggemeinschaft versteht, und ganz vielen geht es ja so, die auf dem Land wohnen oder zum Beispiel eben in ihrer Altersgruppe einfach keine Christen oder keine an der Religion interessierten Gleichgesinnten haben, dann wird es ganz, ganz schwer, auch da den Anschluss zu finden. Und auf digitale Weise werden hier durchaus die Räume eröffnet, um eben genau das zu ermöglichen, womit auch eine gewisse Legitimation für diese digitale Weggemeinschaft ist, weil sie eben vielfach im analogen Bereich so eben nicht mehr anzutreffen ist. Ja. Geselligkeit im Internet unbedingt.